In diesem Land, in dieser Region sind wir gewachsen, haben unsere Träume verwirklicht, entwickeln uns jede Minute weiter, erkennen die Zeichen der Zeit, setzen auf Innovation und Forschung, sind uns unserer Verantwortung bewusst. Unsere Produkte, unsere Ideen sind unser Kapital. Wir, die Industrie unseres Landes. Wir schreiben das Jahr 1899. Sally Windmüller gründet die Westfälische Metallindustrie Aktiengesellschaft. Hergestellt wurden Ballhupen, Kerzen und Petroleumlampen für Kutschen. 1986 wurde der Name Heller, wahrscheinlich die Kurzform des Namens seiner Frau, in die Firmenbezeichnung aufgenommen. Und heute verfügt Heller über 100 Standorte in 35 Ländern. Heller hat innerhalb des Konzerns globale Verantwortung für Vertrieb, Entwicklung und Produktion. Von den Standorten in Großpetersdorf und Wien betreuen Heller internationale Erstausrüster der Off-Highway-Sparte. Zu dieser zählen Land- und Baumaschinen, Minenfahrzeuge, Motorräder und Schneeschlitten sowie Schiffe und Boote. Schwerpunkt der Produktion im Werk in Großpetersdorf ist die Herstellung von Arbeits- und Hauptscheinwerfern sowie Leuchten. Seit jeher wurde Forschung, Technologie und Innovation große Bedeutung beigemessen. Seit mehreren Jahren ist daher das Unternehmen erfolgreich im Bereich der LED-Technologie tätig. Großpetersdorf agiert großteils eigenständig, so spürt man an diesem Standort in all seinen Bereichen die Eigenverantwortung. Und das macht ihn so spannend. Heller ist eine große Familie, es ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Und ich glaube, wenn man in so einem Unternehmen arbeiten kann, dann merkt man das auch bei den Mitarbeitern, dann merkt man das im Klima. Ich bin an und für sich insofern stolz, dass ich ein Mitglied dieses Teams sein durfte. Ja. Und zwar haben wir immer die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und immer darauf prompt reagiert. Wir sind an und für sich ein Unternehmen, der immer wieder Lehrlinge ausgebildet hat. Ja. Und zwar nicht, ob das jetzt Werkzeugmacher ist, Mechatroniker, Betriebselektriker und Produktionstechniker. Das heißt, wir haben die Leute geschult, und das Werkzeug dazu gegeben, dass sie auch motiviert mitarbeiten. Und das ist an und für sich der Schlüsselpunkt, dass wir so gut waren. Heller ist ein sehr, sehr innovatives Unternehmen, technologiegetrieben auf der einen Seite und natürlich immer wieder beschäftigt oder zumindest versucht das Unternehmen, sich mit den Themen der Kunden und mit den Bedürfnissen der Kunden zu beschäftigen, um sich damit vom Mitbewerb abzuheben, indem man Kundenlösungen anbietet, die sie sonst am Markt vielleicht nicht finden. Heller setzt auf Qualität und Innovation. Aber auch für die nächste Generation fühlt sich das Unternehmen verantwortlich und setzt auf junge Menschen. Wir haben zurzeit 23 Lehrlinge im Gesamtunternehmen, sind auf alle Abteilungen aufgeteilt. Wir haben verschiedene Lehrberufe. Die Lehrlinge unterstützen in den Abteilungen für verschiedene Tätigkeiten. Wenn die Lehrlinge zu uns ins Unternehmen kommen, bekommen sie eine Einschulung. Sie haben eine zweimonatige Grundausbildung. Danach werden sie in Abteilungen durchgetauscht, damit sie alles kennenlernen, alle Abteilungen kennenlernen, die Mitarbeiter kennenlernen. Und danach bleiben sie in den Abteilungen wieder zum Unterstützen. Ich habe zwei Söhne, die haben an und für sich sind die in die Technik abgedriftet. Unter Anführungszeichen gedriftet, ja. Technik ist ja was Besonderes, ja. Und die haben hier auch für Realpraxis gemacht. Die sind her, haben dritte Schicht gearbeitet, dass sie auch gesehen haben, was leistet ein Fabriksarbeiter, der von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh arbeitet. Und da haben sie gesehen, da muss auch was geleistet werden. Wir bieten den jungen Leuten sehr viele Möglichkeiten, sich wirklich im Unternehmen zu entwickeln und auch im Beruf zu entwickeln. Wir öffnen nicht die Tür und lassen rein und schließen wieder und sagen, das war's, jetzt bist du da, jetzt kriegst du dein Gehalt oder deinen Lohn und damit verbunden hast du deinen Job zu verrichten, sondern wir versuchen mit den Leuten sehr, sehr intensiv zu arbeiten, sehr eng zusammenzuarbeiten, den Leuten auch Möglichkeiten zu geben, sich selber ordentlich zu entwickeln in dem jeweiligen Beruf. Das beginnt bei Seminaren, das beginnt bei Workshops, die wir anbieten, das beginnt bei Trainee-Programmen, die wir den jungen Leuten natürlich anbieten. Und ich glaube, dass wir hier sehr weit fortgeschritten sind, auch was die Qualifikation, die Höherqualifikation anbelangt.
Heller Fahrzeugteile Austria verarbeitet im Jahr rund 800 Tonnen Kunststoff. Im Vergleich, diese Menge reicht, um für jeden Österreicher oder jede Österreicherin eine 1,5 Liter Cola-Flasche zu produzieren. Im Monat werden ca. 1 Million Schrauben verarbeitet. Das Gesamtgewicht der verbrauchten Schrauben pro Jahr beträgt in etwa 80 Tonnen. Das ist ca. so viel wie das Gesamtgewicht von 70 Mittelklasse-PKWs. Mit ca. 6000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt Heller weltweit zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Das entsteht alles zunächst einmal früh auf Papier, heute auf dem Computer, auf dem Bildschirm. Diese Teile, die dann eben einen gesamten Scheinwerfer darstellen, das sind unterschiedlich. Das sind bis zu, keine Ahnung, 30, 40 Komponenten, die da in dem Scheinwerfer drin stecken. Kommt auf die Komplexität des Scheinwerfers natürlich drauf an. Wir selber können ohne einen Kunststoffteil keinen fertigen Scheinwerfer machen. Und ein Kunststoffteil ist ja nicht etwas, das wir uns schnitzen und irgendwo herausschneiden, sondern für einen Kunststoffteil, der vorher designt worden ist, der vorher konstruiert worden ist, bedarf es auf der einen Seite ein Kunststoffgranulat. Das heißt, dieses Granulat, das ist wie Sand, etwas grobkörniger, wie so ein ganz kleiner Kies oder sowas ähnliches. Einfach Kunststoff in fester Form, der uns angeliefert wird. Da gibt es Hersteller unterschiedlichste weltweit, die wir nutzen, wo das Material bei uns angeliefert wird. Dieses Kunststoffmaterial müssen wir, bevor wir es verarbeiten, trocknen. Es wird getrocknet, um eine bestimmte Temperatur und damit eine Trocknung zu vollziehen und keine Feuchtigkeit mehr zu beinhalten. Bevor wir diesen Kunststoffteil machen können, brauchen wir dafür ein Werkzeug. Diese Werkzeuge werden auf Kunststoffmaschinen aufgespannt. Diese Maschinen werden aufgeheizt. Das Kunststoffmaterial, dieses Granulat, das vorgetrocknet worden ist, wird in die Kunststoffmaschine eingespritzt und wird dann so 30, 40, 50 Sekunden lang ausgehärtet, durch Wasser gekühlt, und das Werkzeug öffnet dann und dann fällt dieser Kunststoffteil herunter. Diesen Kunststoffteil nehmen wir, um ihn auf der einen Seite für ein Gehäuse eines Scheinwerfers zu verwenden, um ihn für eine Scheibe oder sonst irgendwas zu verwenden oder aber als Reflektor zu verwenden. Wenn dieser Kunststoffteil von der Maschine fällt, geht er dann nachher in die sogenannte Metallisierung oder Oberflächenbearbeitung, wo er dann diese Spiegelfläche kriegt. Dieser Spiegel ist natürlich wichtig beim Scheinwerfer, im Auto genauso, um überhaupt die Reflexion zu erbringen, um die Fahrbahn ausleuchten zu können. In der Endmontage werden die dann verbaut mit Metallteilen, die wir zukaufen, mit Glühlampen, mit allem, was dazugehört und ein Kabel dran, werden dann die gesamten Scheinwerfer montiert mit diesen unterschiedlichsten Komponenten. Dann erfolgt meist eine Qualitätsbeurteilung noch, eine Endkontrolle, Funktionskontrolle, und dann wird dieser Scheinwerfer zum Beispiel zum Kunden ausgeliefert. Im Werk in Großpetersdorf werden jährlich rund 2 Millionen Scheinwerfer produziert.
Wenn man von einer Lichtleistung von durchschnittlich 1500 Lumen pro Scheinwerfer ausgeht, entspräche dies der Lichtleistung einer mittleren Leuchtstoffröhre mit einer Länge von 1500 Kilometern. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen sind weltweit für Heller tätig. Heller ist seit über 100 Jahren Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets und ist einer der Top 40 Automobilzulieferer weltweit. Wenn Sie durchs Unternehmen gehen, dann sieht man, dass es hier unterschiedlichste Bereiche gibt, die unterschiedlichst geschützt sind, wo man nicht rein kann, wo man nur mit spezieller Kleidung das Unternehmen oder überhaupt den Bereich betreten kann. Technik hat sich verändert, die Anforderungen haben sich verändert, der Markt selber hat sich verändert, unsere Kunden haben andere Anforderungen, unsere Kunden wünschen andere Produkte. Also, dass das Unternehmen sehr autonom aufgestellt ist, das war für mich von Anfang an immer sehr wichtig. Das heißt, man kann Entscheidungen treffen aus dem ersten Kundengespräch bis hin zur Auslieferung des fertigen Produktes. Ist der gesamte Geschäftsfall so abgebildet, dass man überall eingreifen kann, dass man überall Entscheidungen treffen kann und muss, um das Produkt dann so reifen zu lassen, dass es dem entspricht, was der Kunde sich vorstellt. Heller hat viele innovative Produkte in Serie gebracht, zum Beispiel den ersten Voll-LED-Scheinwerfer oder den weltweit ersten Xenon-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht. Bei Heller Fahrzeugteile Austria GmbH können alle Produktionsschritte von der Idee bis zum fertigen Produkt lückenlos umgesetzt werden. Entwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Kunststofffertigung, Montage und so weiter. Den Jugendlichen würde ich wünschen, dass sie immer einen sicheren Arbeitsplatz bekommen, Freude am Arbeit und einen Beruf danach haben. Spaß an der Arbeit und Leidenschaft mitbringen, immer stets vorne mit dabei zu sein. Das sind die Zukunftschancen. Also ich würde massiv in Richtung Bildung, Qualifikation, Ausbildung gehen. Und wenn ich da was zu sagen hätte, dann würde ich da den Schwerpunkt setzen.